Yeah, Leute, willkommen zurück zu Resident Evil. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir haben jetzt die Residenz erreicht und schauen jetzt gleich mal in diesen Raum um. Ja, wir haben jetzt nur die Pistole dabei. Mehr brauchen wir momentan auch gar nicht. Und ich glaube, dass hier Spinnen drinnen sind. Ja, sogar direkt über uns. Fuck, Gott sei Dank hat unser Chris hier gleich mal ein Feuerzeug mit, weil das nämlich eine Lampe. Eine rote Öllampe. Sie ist nicht angezündet. Das machen wir schon. Und was ist hier? Ein sonderbarer Schatten schwebt im rötlichen Licht. Rot. Also merkt euch auf jeden Fall die Farbe Rot. Die Farbe der Liebe, meine Freunde. So. Und die Spinne können euch angreifen, ist ganz klar. Und sogar vergiften, das ist noch schlimmer. Aber sie sind leicht zu besiegen, also mit normalerweise 3-4 Schüssen. Da ist eine grüne Öllampe, die zünden wir auch mal an. Das heißt, jetzt haben wir Rot und Grün. In grünem Licht. Ja, was das zu bedeuten hat, werden wir später feststellen. Und ein rotes Buch. Das werden wir auch bald brauchen. Und ein erster Hilfekasten. Was kann da wohl drinnen sein? Schauen wir uns mal um. Immer so her, bei Untersuchung immer so machen, weil dann öffnet Chris das automatisch. Und was ist jetzt drinnen? Es enthält eine Mischung aus grünem und blauem Kraut. Ja, das kombinieren wir gleich mal mit dem hier. Jetzt haben wir quasi ein zweifaches grünes Kraut mit Antigift und das ist ziemlich gut, also mit Gegengift. Das ist ziemlich gut, ja. Und jetzt kommen wir zum Billardraum oder zum Billardabteil besser gesagt. Yeah. Eine orange Lampe, alles klar. Zünden wir mal an. Das heißt, wir hatten jetzt rot, grün oder orange. Es schwimmt in orangem Licht. Ein paar Billardkugeln. 2, 3, 4, 5, 6, Punkt, Punkt. Die Reihenfolge scheint keine besondere Bedeutung zu haben. Aber jetzt merken wir uns. Rot 3, grün 6 und orange 5. Die anderen drei sind nicht relevant. Also nur rot, grün und orange. Ja. Falls ich mir das nicht merke, muss ich halt offscreen mal zurückgehen. Aber das ist nur relevant für eine... Ja, ich sag jetzt mal, für eine gewisse Tür ist das relevant. So. Und jetzt gehen wir einfach mal direkt weiter hier, weil... Ja, die Residenz wird, wie gesagt, relativ schnell gehen. Ich sag jetzt mal so höchstens 4 Parts. Und der schwerste Teil, was die Villa angeht, ist übrigens schon geschafft. Nein, Blödsinn. Der schnellste Teil kommt jetzt erst noch. Also ich sag jetzt einfach mal so, die Villa war jetzt schon relativ schwierig. Aber wenn wir wieder zurückkommen in die Villa, kommen neue Gegner. Das kann ich jetzt schon mal spoilern. Dann wird es zwar ein bisschen schwierig werden, aber es wird nicht lange dauern. Und hier fliegen Maden herum oder Fliegen oder was auch immer das sein sollen. Was sind hier? Zeitungen liegen verstreut. Sie scheinen alle Artikel über Stars zu enthalten. Ja. Die Tür ist verschlossen. Auf dem Tür steht Schild Gallery. Alles klar. Oder Galerie halt. Und was ist in der Ecke hier? Da ist eine Karte von Residenz. Mitnehmen? Ja. Ja, das ist die Residenz. Relativ klein, wie man sieht. Wir haben das mitgenommen. Und ein Loch ist in der Wand. Wofür wir das Loch brauchen, werden wir gleich mal feststellen, beziehungsweise später. Jetzt gehen wir mal hier durch. Bei Jill ist hier eine Cutscene zu sehen mit Barry. Der redet offensichtlich mit sich selber. Und jetzt gehen wir gleich mal hier rein. Ja. Aha. Wieder ein Bad. Aber da ist ja offensichtlich nur was auf der Seite. Ein Schlüssel. Schauen wir uns mal an, das Teil. Null. Die Ziffer 01 sind darin eingraviert. Ja, wir müssen da offensichtlich zur Tür Nummer 01. Ist relativ einfach zu verstehen, glaube ich. Und da ist kein Stöpsel zum Ziehen. Alles klar, dann halt nicht, Chris. Man kann nicht alles haben. Hi. Aua. Und jetzt zurückweichen. Und, jawohl, den Kopf hat sie zerdeppert. Wegen der Blendgranate, Leute. Bericht zur Pflanze 42. 4 Tage sind seit dem Unfall vergangen. Die Pflanzen am Punkt 42 wächst noch immer erstaunlich schnell. Obwohl viele Aspekte dieser Pflanze unbekannt sind, wissen wir, dass der T-Virus im Vergleich zu anderen Pflanzen eine deutlich stärkere Wirkung auf sie hat. Der T-Virus hat sowohl Anatomie als auch Größe der Wirtspflanze grundlegend geändert. Der derzeitige Zustand erlaubt überhaupt keine
Schlüsse auf die ursprüngliche Form mehr. Nichts auf Erden kommt ihm gleich. Wir haben festgestellt, dass Pflanze 42 zwei Quellen zur Aufnahme der erforderlichen Nährstoffe hat. Eine Quelle sind die Wurzeln. Anscheinend sind die Wurzeln bis in den Keller vorgedrungen. Unmittelbar nach dem Unfall verlor ein Forscher den Verstand und zerstörte den Aquaring. Seither steht der Keller unter Wasser. Es ist wahrscheinlich, dass eine der Chemikalien im Wasser das enorme Wachstum von Pflanze 42 begünstigt. Wir konnten diese Chemikalien bislang jedoch nicht isolieren. Ein zwiebelartiger Teil der Pflanze 42 wurde an der Decke des ersten Stockwerks entdeckt. Wir sind überzeugt, dass sie das erste Stockwerk durch die Belüftungsschächte erreichte. Unzählige lange Schlingen ragen aus der Zwiebel hervor. Wir nehmen an, dass diese Schlingen die zweite Methode zur Nährstoffaufnahme sind. Wenn Pflanze 42 ein Opfer wahrnimmt, fängt sie es in ihren Schlingen. Anschließend entziehen Sauger an den Schlingen dem Opfer sein Blut. Ist das Vampirpflanze oder was? Die Pflanze zeigt auch Intelligenz beim Fangen von Opfern oder im Ruhestand winden die Schlingen sich um die Tür, um mögliche Eindringlinge fernzuhalten. Leider sind bereits eine Reihe unserer Wissenschaftler Pflanze 42 zum Opfer gefallen. Berichte der Überlebenden weisen alle eine Gemeinsamkeit auf. Wenn die einheitlichen blütenblattartigen Klappen sich öffnen und das Innere freigegeben wird, wird die Pflanze 42 deutlich aggressiver. Ein Zeuge hatte den Eindruck, dass die Pflanze sich zu verteidigen versucht. Die Gründe für dieses Verhalten sind noch unbekannt. 21. Mai 1998, Henry Sartan. Okay, die Texte sind verdammt zäh zu lesen, teilweise muss ich zugeben. Alte Zeitungen und Zeitschriften liegen auf dem Bett. Anscheinend hat jemand auf einige der Zeitungen Blut gespuckt. Okay, hier müssen wir eh noch nicht her. Nein, wir müssen jetzt erst einmal den Schlüssel benutzen. Yeah, so ist es. Ja, dieses Pflanze 42 wird uns noch zum Verhängnis werden. Ich kann schon mal jetzt spoilern, das wird der Bossfight in diesem Spiel, Abteil werden. Ich sag mal so viel, bei Jill ist sie sehr einfach zu besiegen. Warum? Müsst ihr einfach bei Jills Let's Play dann sehen. Also bei Jills Teil des Let's Plays. Und ja, mit Chris ist sie ein bisschen zäher zu besiegen. So. Ihr werdet gleich sehen, warum wir das geschoben haben. Ja, genau, das ist sie, die Pflanze. Mit ihren Schlingen versucht sie jetzt immer auszunocken. Aber Chris reißt sich relativ einfach weg. Trotzdem können wir durch die Pflanze auch, falls es die meisten nicht wissen, man kann auch durch die verletzt werden. Sie haben den Schlüssel verwendet. Jawohl, wegschmeißen, ganz klar. Und die ist auch relativ stark, muss ich sagen. Aber wir werden sie auf jeden Fall besiegen. Schätze ich jetzt mal. Aha, da hängt einer. Heilige Mutter. Und da liegt was? Eine Selbstverteidigungswaffe. Wofür die ist? Egal, Selbstmordbrief. 22. Juni 1998, um 9.30 Uhr. Ich musste es tun. Wir rannten vor den Dingern weg und halfen einander zu überleben. Aber dann entwickelte Robert die Symptome. Ich musste es tun. Diese verfluchten Dinger sind bösartig. Es gab keine Alternative. In meiner Lage hätte er dasselbe getan. Nachdem ich ihn erlöst hatte, musste ich ihn im Bad zurücklassen. Nun bin ich wohl der Letzte. Wie konnte das geschehen? Ich werde mir meine Arbeit an diesem Projekt immer vorwerfen. Aber ich werde meine Strafe erhalten. Aus diesem Irrenhaus gibt es kein Entkommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Alles steht fest. Ich brauche nur den nötigen Mut. Dass ich vieles unvollendet lassen muss, bedauere ich sehr. Aber alles ist besser, als einer von denen zu werden. Bitte versteh mich und lass mich mein Leben als Mensch beenden. Auf der Rückseite steht eine Nachricht. Linda, bitte verzeih mir. Okay, das ist offensichtlich der Typ, der sich hier erhängt hat. Ja, krasse Geschichte auf jeden Fall mit den Typen. Ich sag nur so viel. Krank. Aber er wird trotzdem, glaube ich, zum Zombie. Jetzt gehen wir mal da rein. Das ist, glaube ich, auch ein Badezimmer, wenn mich alles täuscht. Oh fuck, und das hat irgendwie gekrieselt. Moment. Okay, irgendwas hat es gekrieselt und ich habe keine Ahnung, was genau. Irgendwas bei meinen Kopfhörern war jetzt. Sie ist voller Schmutzwasser. Stöpselt sie. Ja. Und da müsste jetzt normalerweise ein Schlüssel drinnen sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Und der Zombie, der da neben uns liegt, das ist der Typ, den er erschossen hat. Yeah, ein Kontrollraumschlüssel. Und jetzt gehen wir.
bevor der Wichser hier aufsteht. Normalerweise steht er jetzt auf, finde ich ein bisschen komisch, aber egal. Und hängt noch immer da. Normalerweise müsste der am Arsch sein. Egal. Braucht uns ja in dem Sinn nicht zu kümmern, ne? Schau, untersuchen wir den mal. Ein Schlüssel zum Öffnen des Kontrollraums. Ja, okay. So weit war ich auch schon. Mit meinem Latein, sag ich jetzt einfach mal. So. Und jetzt begeben wir uns Richtung da, wo wir vorher waren. Weil wir müssten nämlich jetzt quasi über den Aquaring. Und das ist ein, ja, relativ schneller Abteil, aber er zieht sich auch einigermaßen hin. Ich weiß, ich sag jetzt mal, ich ziehe das alles ein bisschen in die Länge, aber das Let's Play wird sowieso mindestens 20, ich sag jetzt mal 20 Parts brauchen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel insgesamt, aber ein anderer Let's Player hat das auch in 15 Minuten gemacht pro Part und hat auch gerade mal so knapp 20, 25 Parts gebraucht. So, und die Bücherregale können wir schieben, müssen wir sogar. So. Und das hier auch. Ja, komm schon. Komm schon, Christy Boy. Jawohl, und jetzt klettern wir mal da runter. Eine Leiter ist da. Ja, was machen wir wohl mit der Leiter? Chris, du bist schon ab und zu sehr umständlich. Ist doch ganz klar, wenn eine Leiter da steht, dann springe ich entweder runter, so wie in Resi 4 bei Leon, oder ich klettere automatisch runter, ne? Und da stehen Kisten. Ja, wir müssen jetzt wie bei Resident Evil Zero eine Art Kistenrätsel lösen, beziehungsweise die Kisten schieben, dass sie eine Brücke ergeben. Ist Gott sei Dank nicht so happig wie in Resident Evil Zero, aber auch relevant. Ja, und da sieht man schon, dass das ein Wasserbecken. Ja, schieb doch, Chris! Jawoll, oh Matiko. Das geht ja rakizaki hier. Oder rukizuki, besser gesagt. Holla die Waldfee, der lässt sich ja ganz schön Zeit. Übrigens, wenn ihr es über Emulator spielen würdet, würde es über Emulator sogar ein bisschen schneller gehen, weil da kann man ja die FPS-Zahl, also quasi die Bewegungszahl hochreihen, also von 30 FPS, wie dieses Spiel ist, auf 60 FPS. Ein anderer Let's Player, der hat das mal gemacht, der hat Resident Evil, ich glaube Resident Evil, ja, dieses Remake gespielt und der hat das hochskaliert auf 50 FPS, da ist Chris dreimal so schnell gelaufen wie jetzt. Und das war schon der Hammer. Es ging alles generell ein bisschen schneller. Natürlich, wenn man die FPS raufdreht, sind auch die Gegner dementsprechend schneller, muss man auch dazu sagen. So, und jetzt schiebt das Teil noch nach vorne. Komm schon, ein bisschen schneller, mein Freund, ein bisschen schneller. Langweilig. Ja, wir haben es eh schon. Wir haben das ja eh schon. Gut gemacht, Chris. Du arbeitest auch für dein Geld. Ich frage mich, was diese Stars-Leute verdienen. Ich meine, okay, so um die, ich sag jetzt mal 30 Euro. 30 Euro, ja, am Tag wahrscheinlich. Ja, sogar mehr. Die verdienen sicher am Tag ihre 100 Euro. So, und jetzt kommen wir zum Aquaring. Was da wohl auf uns wartet? Fragezeichen. Richard! Chris! Chris, stop! No! Richard! Oh-oh. Scheiße. Ja, wir haben es gerade gesehen. Ein Hai, der besser gesagt, hat Richard gefressen. Ja, leider Gottes. Rest in peace, Richard. Du hast uns zwar nicht geholfen oder irgendwie sowas, wir haben das Leben gerettet, aber das macht ja nichts. Ja, und die Haie machen auch einigermaßen viel Schaden, wenn die euch erwischen. Ich war einmal voll geheilt und mich hat der größere Hai erwischt und ich war augenblicklich auf Gefahr. Das war richtig scheiße. Aber wir haben es geschafft. So einigermaßen, sage ich mal zumindest. Sie haben den Kontrollraumschlüssel benutzt. Jawohl, gehen wir mal durch, wegschmeißen. Ganz klar. Ganz klar. So. Jetzt mal darunter. Und ich würde sagen, ich beende auch hier den Part schon mal. Würde mich natürlich über ein Like und einen Kommentar freuen. Oder zumindest eines von beiden. Und wir sehen uns hoffentlich dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht bei Resident Evil. Bis dahin, Leute. Macht's gut.